Ich empfehle immer, das schwerste Tier zu kaufen, was man kriegen kann. Auch wenn es nur zu zweit ist oder alleine sogar. Denn desto mehr übrig bleibt, desto besser für dich, Anne. Weil Suppe, Würzfleisch, Salat, noch eine Suppe und nochmal warm gemacht. So eine Gans isst man nur einmal im Jahr oder eventuell zweimal Martinsgans und Weihnachten. Und da kann ruhig was übrig bleiben, weil ich gehe von mir aus, ich nasch so gerne Gans. Ne? Und deswegen machen wir heute ein Würzfleisch, ein Gänsewürzfleisch. Aber mit folgender Besonderheit. Wir nehmen nicht nur das Fleisch, sondern wir nehmen wirklich das, was übrig bleibt. Meine Mutter hat früher mal Gänse klein gemacht. Das heißt, das Fleisch, Magen, Herz oder die Hälse, die Flügel. Aber ich gehe davon aus, das ist übrig. Und wir machen jetzt ein Würzfleisch daraus. Und zwar ganz simpel, etwas Gänsefett für die Mehlspitze. Und der Clou ist, noch mehr Gänsefett. Weil zum Würzfleisch gibt es ja üblicherweise so billig trockenen Toast. Ne? Machen wir hier nicht, ist logisch. Wir braten uns schöne knusprige Vollkornscheiben, aber das passiert nebenbei. Jetzt nichts weiter wie eine Mehlschwitze machen. Normalerweise Butter und Mehl. Wir nehmen natürlich, wenn es um Gänse geht, und so eine Gans hat immer viel Fett, natürlich Gänsefett, weil das bringt noch mehr Geschmack. Machen eine Mehlschwitze. Ich glaube, das kennt jeder. So, weil es geht auch wirtschaftlich betrachtet darum, dass man bei einer guten Gans einfach alles bis zum letzten Detail verarbeiten muss. Aber der Aufruf an alle, wo es Gänsekeulen und Gänsebrüste für 10 und 13 Euro gibt, das ist hundertprozentig Tiefkühlmist aus dem fernen Land, wo die Tiere mit Sicherheit nicht artgerecht gehalten werden. Denn wenn man sich so einen Bomber anguckt, 4 Kilo, der ist schon schlohweiß. Nach dem Braten sieht das aus wie ein Küken. Weil das Fett weg ist, weil die werden nur hoch gemästet, deswegen heißt es so Hafer Mastgans und nicht Freilandgans wie bei uns. Und deswegen kann auch Weihnachten wieder jeder seinen guten Beitrag leisten, vielleicht mal einen Euro weniger spenden, dafür sich selber unter der Region einen Euro mehr zukommen lassen, indem man eine gute Gans kauft, gutes Zeug kauft. Jetzt diese Gänsebrühe, einfach die Karkassen, ne? Kann man ja zeigen, das war die Gans gestern, ausgelöst. Und aus den Karkassen immer noch einfach nur eine herrliche Brühe gekocht, bisschen Gemüse dazu und es ist echt der Hammer. Und man riecht es auch, also, ja jetzt nee, ne? Jetzt einfach ablöschen, ein paar Minuten köcheln lassen, in der Zeit schneiden wir alles klein. So, die Soße kann auch ein bisschen dicker werden, ist ganz klar. Das kennt jeder vom Würzfleisch. Würzfleisch gibt es ja auch in allen Varianten. Und deswegen finde ich es halt mal lecker, das mit der Gans zu machen. Weil Gänsebrühe mit Gänsefett, Mehlschwitze, das ist einfach der Hammer, ne? Lecker, lecker, lecker. So, wie gesagt, und es bleibt nichts übrig. Und das kann man eine Woche später noch essen. Denn wenn das erstmal gekocht ist und das Fleisch im Kühlschrank auch gegart ist, dann hält das eine Weile. So. Das ist wie eine dicke Soße jetzt. Die lassen wir jetzt 6 Minuten, 7 Minuten, 10 Minuten kochen. Weil gut Ding braucht Weile. In der Zeit schneiden wir alles klein. Und ich kann schon mal auf eine Besonderheit hinweisen. Würzfleisch essen ja viele mit 1:1 Worcester oder hier Worcester Soße. Absolut unverständlich von mir, bei mir, weil das ist so ein dominantes Zeug, das macht für mich ja alles kaputt. Ich glaube, einige verwenden es als Kühlmittel, weil ja so ein Würzchen meistens sehr heiß ist durchs Gratinieren. Auf der anderen Seite macht es den Geschmack völlig kaputt. Dann lieber hinterher Worcester Soße trinken. Und Zitrone, Zitrone gehe ich ein Stück mit. Und weil ich mit Zitrone mitgehe, habe ich mir heute gedacht, wir nehmen diese kleinen Cranberries. Die sind nämlich ähnlich sauer. Hat auch den Vorteil, die kommen von hier. Die kommen aus Klingenberg. Total gesund. Ähnlich sauer wie Zitrone. Und deswegen werden wir die heute reinschmeißen. Das heißt, das Würzfleisch muss dann nicht mehr gewürzt werden. So, 2 solide Scheiben Bauernbrot. In das Gänsefett drücken. Und die Croutons, das kennt ihr davon, seinen Klößen, rösten, braten. So, ich nehme inzwischen den Magen, weich gekocht. Und da wir hier ohne Niedrigpökelsalz arbeiten, sieht das ein bisschen grau aus, aber das macht nichts, weil es soll ja in erster Linie gesund sein und schmecken und nicht leuchten. Das Herz auch. Ja, damit jeder was bekommt, schnell etwas kleiner. Und das Fleisch, das ist ja abgepuppelt von den Flügeln, vom Hals beim Auslösen, unten wo die Keulen sind. Das muss gar nicht groß klein sein. Das blubbert jetzt hier. Das heißt, wir können mit etwas Sahne das Ganze aufrunden, abrunden, schöner machen, lecker machen, heller machen. So, salzen müssen wir mal gucken. Weil die Brühe hat keinen Salz gehabt. Aus dem Grund müssen wir jetzt hinterher salzen.
bietet sich immer an, das Endprodukt zu salzen und nicht schon die fertige Brühe, weil wenn die einkocht und wenn man die für irgendwas anderes verwenden möchte, hat man immer noch den Spielraum, dass es halt nicht zu salzig wird. Sehr schön. Das Brot, ja, Moment noch, die Pilze noch, die tun wir einfach nur vierteln. Champignons gehören ja in ein gutes Würzfleisch automatisch mit rein. Ich weiß gar nicht, ich glaube immer noch, das Würzfleisch wurde mal erfunden nach dem Ragoufeng. Ragoufeng ist ja die klassische Pastete von der Franzosen mit Kalbfleisch, Kalbries und Kalbszunge. Und da könnten wir jetzt quasi hier wieder den Bogen zurückschlagen. Wir nehmen Gans und statt Zunge nehmen wir Herz und statt Bries nehmen wir Magen. Und da hat man das Gleiche auch wieder. Nur viel kreativer. Und wir sind hier bei 100% regional, ne? Das muss man auch mal betont haben. Guckt euch das an. Jetzt denkt ihr mal an dieses komische Toast, ne, was es dazu gibt. Teilweise noch nicht mal getoastet. Alleine das ist doch schon Genuss und vor allem in Gänsefett gebraten. Ne? Da kann man die Kalorien mal außen vor setzen. Und dann lieber ein bisschen weniger essen und dafür besser. Und einen anderen Tag wieder mal nur Gemüse und nur Obst essen, als bei solchen Sachen drauf verzichten. Das waren jetzt wahrscheinlich nur 5 Minuten. Aber das ist nicht sonst so tragisch. Weil lecker ist ja trotzdem. So, noch einen kleinen Schluck Brühe dazu. Aufkochen, dass alles gut warm ist. Und dann ist die Variante jetzt, dass man es direkt abfüllt und gratiniert. Ich mache schon mal den Salamander an, quasi die Oberhitze. Das ist so ein Essen, das kann man bei minus 20 Grad draußen essen, weil das wird nie wieder kalt, ne? Hat man das Gefühl. Da ich selten nach Rezept arbeite, muss man halt bis zum Endprodukt immer wieder ein bisschen regulieren, noch was nachgeben, nachwürzen. Hat aber den Vorteil, das Endprodukt entspricht nicht über dem Rezept, aber es ist lecker. Ne? Ich finde es immer witzig, wenn dann so mit Gramm und das alles abgewogen und dann verdunstet mehr, dann wird es zu dick. Und oh Gott, im Rezept stand das doch gar nicht, warum ist das jetzt zu dick geworden? Ne? Da brauchen wir uns ja keine Sorgen machen. Wir machen so lange, bis es uns passt und dann ist es perfekt. Leicht nachsalzen. So, wir machen den an, haben wir gesagt. Die Brühe kocht, die können wir ausmachen. Käse reiben. Ich habe jetzt den Dänitzer Rahmkäse hier. Also, der ist ja sehr intensiv. Sehr schön, guckt euch das an. Und vor allen Dingen, wenn man mit guten Sachen arbeitet, macht das Naschen viel mehr Spaß. Da bleibt natürlich auch noch was übrig hinterher. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. So, und relativ viel Fleisch rein. Und das Schöne bei diesen Schälchen ist, dass es nach oben breiter wird. Das heißt, für die kleine Menge passt sehr viel Käse drauf. So. Super. Haben wir. Jetzt, wie gesagt, der Zitronenersatz. Und, wie versprochen, reichlich Käse. Deswegen beim Naschen aufpassen, dass man nicht zu viel nascht. Denn wenn es am Ende nie reicht, ist auch doof. Das brauchen wir jetzt nur noch hier gratinieren. So, und jetzt einfach bis es goldbraun ist. Das dauert zwischen 2 bis 4 Minuten. Je nachdem Salamander, was der Ofen hergibt. Inzwischen können wir das Brot vollenden. Da habe ich mir nicht gedacht. Damit das Ganze einen richtig gesunden Touch kriegt. Also neben den Cranberries. So, nehmen wir noch etwas Kresse. Normale Kresse, Radieschenkresse. Hier haben wir noch ein bisschen Senfkresse. Und Afila-Kresse. Das ist eine ganz besondere Erbsenvariante. Das Schöne ist, da die aus den Erbsen keimen. Moment, der ist gerade abgegangen. Ja, kann man das komplett essen. Also, super. Nur leckere Sachen hier. So. Herrlich. Ja, das kurz mischen. Jetzt nehmen wir die Scheibe Brot, halbieren die nochmal. Und legen das einfach nur locker oben drauf. Quasi zum Dazuessen. Ach, herrlich. So, wie geht's denn hier oben? Ah, eine Minute. Jetzt wäre der Punkt, wo man eigentlich wieder einen guten Schluck Wein trinken könnte und so weiter. Habe ich aber alles nicht da, weil es noch vor Mittag ist. Aber ja gut, da räumen wir schon wieder ein bisschen auf. Ist ja auch immer so ein Punkt, wo man sagt, oh, das viele Kochen, das macht einen Haufen Arbeit, die Küche sieht aus wie Sau. Nee, und außerdem ein gutes Essen ist es allemal wert, hinterher 10 Minuten aufzuräumen. Oh ja. Ach, guckt euch das an. Auch wieder so ein Vorteil von gutem Käse. Der hat halt noch Gehalt, ne? Das ist nicht irgendein Hobelkäse, der trocknet beim Gratinieren, sondern
Der gibt ein bisschen Fett ab. Das ist gutes Fett. So, guckt euch das an. Und das dunkle Brot mit der Kresse da drauf, ne, und den Cranberries, dann sieht das doch fast aus wie ein Salat, das Essen. Ne? So. Wie gesagt, und jetzt kommt ja eigentlich der Anteil, wo ich meinen Löffel nehme und los esse. Aber ihr seht, das blubbert sogar noch. Das heißt, selbst ich muss es einfach mal als Heißesser noch 2-3 Minuten warten, ehe ich das essen kann. Aber so ein Schnittchen vorweg, das geht schon mal. Hört mal jetzt genau her. Gesundes Brot mit gesundem Fett und gesunder Kresse oder Jungpflanze. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.